Warm Info, Delta Mike Zulu, India X-Ray. Delta Mike Zulu, India X-Ray, Warm Info, hallo. Delta Mike Zulu, India X-Ray, schönen guten Tag. Ich fliege nach Heubach, Echo Delta Tango Hotel und ich rolle Zone 6. India X-Ray, 40 Juli. Hi, Frank. Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze wieder in der C42C und ich fliege heute mit euch nach Heubach. In Heubach war ich noch nicht, bin gespannt, was mich da erwartet. Dort hat es wohl ein gutes Restaurant, ich muss mich sputen, das hat nur bis 14 Uhr offen und dann erst wieder ab 16:45 Uhr. Naja, vielleicht reicht es noch für einen Kaffee. Gut, Wetter ist heute wieder alles Charlie, die ganze Republik ist blau. Und die Temperaturen heute wieder bis 30 Grad und das mitten im September. Das nenne ich mal Hochsommer. Ja, Wettervorbereitung habe ich gemacht, habt ihr gerade gesehen. Aber was ist, wenn man es vergessen hat oder sich das Wetter schnell ändert oder man spontan Notstart machen musste oder was auch immer? Wie kriege ich Wetter aus der Luft? Klar, würde jeder sagen, nimmst du dein iPad, gehst ins Internet, schaust nach, aber hat man in jeder Höhe Internetempfang? Es gibt Wohlmet. Was ist Wohlmet? Falls ihr es nicht kennt, nicht wisst, wie ihr drauf kommt, erkläre ich in diesem Video. Also, viel Spaß beim Flug. Nach Heubach kann ich in gerader Strecke fliegen, keine EDR dazwischen, kein restriktiver Luftraum dazwischen. Ja, werde ich so eine Stunde 15 brauchen. Der Sprit sollte gut reichen, ich habe 30 Liter dabei. Allerdings muss ich dann dort tanken. Und gut immer No-Temps zu prüfen, habe ich heute Morgen dann gelesen, in Worms ist der Sprit leer gegangen. Muss man woanders hinfliegen, sich was holen. Machen wir das eben so. Okay, also los geht's. Fahrtmesser kommt, Drehzahl steht, 80 km/h, Nase anheben, abheben und Fahrt aufholen. Die X-Ray, verlasse die Platzrunde Richtung Südosten. Tschüss, bis später. Die X-Ray, Startzeit 2.5 und pass auf die Tür auf, guten Flug. Mach ich, danke, ciao. Lange Information, Delta Mike Zulu, India X-Ray. Delta Mike Zulu in die X-Ray, hallo. Delta Mike Zulu in die X-Ray, eine C42 von Worms nach Heubach, Echo Delta Tango Hotel. Ich bin gerade über Mannheim in 4000 Fuß, bitte um Verkehrsinformation. Delta Mike Zulu in die X-Ray, den Transponder bitte 4452, Nifkona 1025. Vor 4452, QNH 1025, Delta Mike Zulu in die X-Ray. Was ist Wohlmet? Wohlmet ist die Abkürzung für das Französische Wohl Meteo. Wohl steht für den Flug und Meteo für das Wetter. Also auf Deutsch, Wohlmet heißt Flugwetter. Das Wohlmet ist ein Flugwetterbericht, den man in der Luft empfangen kann. Genau, es gibt da nämlich festgelegte Frequenzen, die könnt ihr beim deutschen Wetterdienst einsehen, blende ich jetzt mal ein, und dort bekommt ihr 24 Stunden am Tag einen Wetterbericht zu hören. Dieser Wetterbericht ist automatisiert und zwar wird da vom deutschen Wetterdienst von den großen Flughäfen in Deutschland das META, das TAF und das SIGMET genommen, zusammengefasst, in Sprache
automatisch übersetzt und dann auch noch automatisch ausgesendet. Und somit kann man im Flug sich einen Wetterbericht einholen, um zu schauen, wie verändert sich die Lage oder ups, ich habe keinen Wetterbericht gemacht, mache ich es eben schnell unterwegs oder ich bin spontan losgeflogen, warum auch immer, aber das hilft einem, zum Beispiel auch auf längeren Flügen. Und wenn man dann die Frequenz eindreht von Wohlmet, es gibt verschiedene, zum Beispiel wenn ich sage, ich will nur die deutschen Flugplätze haben oder auch die europäischen. Gut, für uns VfR-Flieger nehmen wir erstmal die deutschen, stelle ich die Frequenz ein. Hier zum Beispiel Frankfurt 2, 135.780, stelle ich mal ein. Und dann hören wir uns doch mal an, wie sich das anhört. Frankfurt Wohlmet to broadcast. Frankfurt Wohlmet to broadcast. Frankfurt 1020, wind 080 degrees 09 knots, varying between 050 and 120 degrees. Travel K, temperature 27, viewpoint 14, QNH 1025, trend North City. Stuttgart 1020, wind variable 02 knots, travel K, temperature 25, viewpoint 16, QNH 1026, trend North City. Ich habe die Sendung auch eben abgekürzt. Wir brauchen uns nicht alle Flughäfen anzuhören. Es war eben nur ein Beispiel. Ja, warum gibt es überhaupt Wohlmet noch? Weil, wie gesagt, man kann ja auch über Internet sich Informationen holen. Man könnte FIS anfunken und nach dem Wetter fragen. Das ginge auch. Ja, vielleicht geht auch Telefon, dass man anrufen kann. Bluetooth-Headset zum Beispiel. Gibt viele Möglichkeiten. Deutschland ist laut ICAO dazu verpflichtet, eine Wohlmet-Aussendung zu haben. Also, macht doch mal Folgendes, wenn ihr wieder unterwegs seid, einfach nur zum Spaß, dreht eine Wohlmet-Frequenz ein und hört mal rein, ob ihr sie empfangen könnt. Dann wisst ihr auch, welche Frequenz bei euch im Bereich am besten zu hören ist. So, und wir fliegen jetzt weiter nach Holbach. So, jetzt an der Stelle die Frage, was möchtet ihr, dass ich beim nächsten Mal erkläre? Das Meta, das TAF oder das Sigmet? Damit man diesen Wetterbericht auch versteht. Schreibt es unten in die Kommentare. Am Boden habe ich schon gesagt, heute ist wieder alles Charlie, aber es ist nicht super Charlie. Ich kann zwar schon weit schauen, ich sehe die Silhouette vom Schwarzwald vor mir. Das ist noch sehr düsig in der Ferne. Ne, kein Super Charlie heute. Da ist das Segelfluggelände Völklishofen. Da fliegen wir gerade drüber. So, mal ein Foto machen. Weil ich denke, da werde ich demnächst auch mal hinfliegen. Weil in Völklishofen ist der Herr Münkel aktiv. Grüße. Und dann werde ich ihn da auch mal besuchen. Der Kanal von Holbach ist 134.115. Sehen wir auch gleich ein. Ja, da scheint die Sonne mir wieder aufs Display. Muss man ein bisschen Hand vorhalten.
Delta Mike Zulu in die X-Ray, bitte verlassen wir Frequenz zum Rufen von Heubach. Mike Zulu in die X-Ray, Squawk 7000 und einen schönen Tag noch, tschüss. Squawk 7000, vielen Dank, auch einen schönen Tag in die X-Ray. So, immer schön, Informationen, Pitch-Controller zu haben. Delta Echo Alpha, Echo so, Alpha. Schalten wir die Frequenz um, hören erstmal rein. Heubach Info, Delta Mike Zulu India X-Ray. Mike Zulu India X-Ray, Heubach, hallo. Delta Mike Zulu India X-Ray, hallo. Eine C42 aus Worms. Ich bin jetzt 5 Minuten nordwestlich vom Platz zur Landung. India X-Ray, wir haben die Piste 07 in Betrieb. Eine Cessna derzeit in der Platzrunde. Eine weitere gesellt sich dann dazu in ein paar Minuten. Piste 07 in Betrieb und ich achte auf Blattkurzverkehr. India X-Ray. Die Platzrundenhöhe in Heubach ist 2200 Fuß. Wir haben eine Nordplatzrunde, nicht ganz standardmäßig geformt. Ist wohl wieder den lärmempfindlichen Ortschaften geschuldet, aber ist ja kein Problem, damit wir da niemanden verärgern, fliegen auch gerne große und ungewöhnliche Platzrunden. Zur Flugvorbereitung gehört auch, die AIP zu lesen von Flugplätzen. Nicht nur die Betriebszeiten, sondern vielleicht auch Pausenzeiten. Weil es kommt immer mehr vor, dass wegen Lärmschutz mittags nur gelandet, aber nicht gestartet werden darf. Außer der AIP lese ich auch immer die Homepage und vergleiche die Daten. Und sollte ich durcheinander kommen oder etwas nicht verstanden haben, dann ruft man an. Und ich habe schon immer Hilfe bekommen am Turm. Ich wurde noch nie abgelehnt oder man hat mich immer freundlich geholfen. Also ich habe nie einen unfreundlichen Türmer erlebt am Telefon. Im Funk vielleicht schon, aber noch nie am Telefon. So, jetzt sind wir runter. 2200 ist die Platzrundenhöhe. Weil wir sind gleich da. So, den Platz habe ich in Sicht. Die Hallen. Unverkennbar. Ja. In die X-Ray, ich habe die Maschinen gegenerzogen. Ich schreibe mich dahinter ein. Jawohl. Oh, und Vogel ja auch ganz knapp. In die X-Ray, Gegenanflug 07, Maschinensicht. Ja, jawohl. In die X-Ray, Gegenanflug 07, Nummer 2. Ja, jawohl. So, Klappengeschwindigkeit. Das sieht doch gut aus. Fahrt 110 km/h, Sinkrate 500 Fuß pro Minute. Ja, ein bisschen weniger. Passt aber. In die X-Ray, Änderflug 07. Ja, sieht gut aus. Mit 3000 Umdrehungen kann man die C42 schön an den Boden fliegen. Das ist so 100, 110 km/h. Hat eine gute Sinkrate. Also aber auch aufsteigend, ansteigend hier die Piste. So abfangen, schön schweben. Ja. Okay.
Ah, räumen wir noch gleich hier ab. So, India X-Ray, dann um 1-0 gelandet. India X-Ray. Lang wolltest du bleiben? Hast du eine Stunde? Dann kannst du mal neben der Cessna Charlie Fox Tango auf der Westseite parken. Auf Asphalt hinter der gelben Linie. Ich hätte gern vorher noch so 10, 20 Liter Sprit, wenn ich die bekomme. Auch kein Problem. Dann tankst du, fährst den Flieger in die Abstellposition und dann sehen wir uns nachher. Ah, alles klar. Herzlich willkommen in Heubach. Jetzt tanken wir den Hobel und dann schauen wir uns hier mal um. So, auch in Heubach gilt noch, Maske tragen, um den Flugleiter zu schützen. Landung für manuell jetzt 4,77 Euro, ist eigentlich ganz okay. Und der Sprit Mogas 1,74 Euro, ist auch in Ordnung. Jetzt schauen wir mal nach dem Restaurant. Ja, ich habe Pech gehabt. Es ist kurz nach 2 Uhr und die machen um 2 Uhr zu. Dann schaue ich mal, wo ich jetzt was zu trinken bekomme. Ich habe Durst. Deswegen immer was mitnehmen, habe ich vergessen. Muss auf die persönliche Checkliste mit drauf. Aber der Flugleiter hat mir schon gesagt, du wirst Pech haben, das Restaurant ist zu. Lauf 10 Minuten hier über den Feldweg, dann bist du in einem Baumarkt. Dort gibt es eine Bäckerei, kannst dir was holen. Ja, dann mache ich das jetzt so. Der Flugleiter übrigens, ganz klarer Typ, hat eben eine schöne Unterhaltung mit ihm. Ja. So ein Baumarkt steht beim Flugplatz, doch praktisch. Kann man sich nicht nur was zu essen und zu trinken holen. Da kann man auch Ersatzteile holen für sein UL, falls man das mal spontan reparieren muss. Das war's leider schon wieder mit Heubach. Ich wäre gerne noch ein paar Minuten länger geblieben, um mich umzuschauen, aber das ist der Nachteil am Charter. So einen ganzen Tag chartern geht eben nicht immer. Die Maschine muss um 16 Uhr schon wieder zurück sein. Weil in Heubach hat es zum Beispiel auch die Firma Scheibe. Hätte ich mal reinschauen können. Hab's jetzt nur so ein paar Beirollen gesehen. Okay, aber ansonsten, Heubach, ja, das lohnt sich zum Zwischenlanden. Das Restaurant, Öffnungszeiten beachten, Baumarkt um die Ecke, Tankstelle mit Afgas, Mogas und Jet A1. Ein super freundlicher Türmer. Ja, was braucht man mehr? Ja, wenn es auf dem Weg liegt, kann man auch mal einen Stopp in Heubach einlegen. Okay. So, das war's dann auch für dieses Video. Ich genieße noch den Flug zurück nach Worms. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Uli. Ciao.